Hey da draußen, ich bin's Martin und in diesem Video erkläre ich dir eine der Hauptursachen, warum Männer eine Erektionsstörung haben können, warum sie keinen Hoch bekommen. Und ich gebe dir gleichzeitig eine Methode an die Hand, wie du mit diesem Problem umgehen kannst. Eine der Hauptursachen dafür ist die sogenannte Erwartungsangst und der Teufelskreislauf, der daraus entsteht. Das ist keine Theorie, die ich mir ausgedacht habe, sondern die habe ich selber nachgelesen aus dem Buch Mann und Frau Intim von Dr. Siegfried Schnabel. Das ist ein Aufklärungsbuch der DDR, was meiner Meinung nach nicht an Aktualität verloren hat. Ich sagte das deshalb, falls du das nachlesen möchtest. Die Erwartungsangst entsteht aus folgendem Ursprung. Irgendwann, bevor er Mann und Frau Intim geworden ist, hatte der Kerl unglaublich viel Stress. Stress an der Arbeit, vielleicht Überstunden, weil Kollegen krank sind, vielleicht weil sein Job gefährdet ist, was auch immer. Oder die Kinder sind krank, wichtige Mitglied der Familie ist gestorben, irgend sowas. Also der Kerl hat unglaublich viel Sorgen, hat unglaublich viel Stress. Und Stress sorgt im Körper dafür, dass Adrenalin ausgeschüttet wird. Das ist ein ganz normaler Zustand. Der Körper ist ja in der Alarmbereitschaft. Stress ist ja immer eine Alarmbereitschaft. Und er will deswegen umso mehr Reserven und Energiereserven mobilisieren. Und das tut er unter anderem mit Adrenalin. Adrenalin hat aber die kleine Beiwirkung, dass du keine Erektion kriegen kannst. Das ist auch ganz sinnvoll, denn stell dir vor, du musstest vom Säbelzahntiger wegrennen, dann brauchtest du keine Erektion zwischen den Beinen. Okay? Stell dir vor, der Kerl kommt mit genau solch einer Wuchtbrumme an Problemen im Kopf und geht jetzt in die sexuelle Begegnung. Ja, der kann gar nicht runterkommen. Der ist im Kopf noch viel zu sehr bei seinen ganzen Problemen. Der kann sich nicht entspannen in diesem Moment. Das ist Hauptursache bei den meisten Kerlen. Zack, er kriegt keine Erektion. Es gibt keinen Sex. Das wäre ja eigentlich nicht weiter tragisch. Nur viele Kerle zermartern sich danach den Kopf darüber von wegen, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das beim nächsten Mal. Ich bin ja so ein Schlappschwanz, ich will kein Versager sein. Beim nächsten Mal muss ich sie aber besorgen und so weiter und so fort. Das heißt, sie laden sich unglaublich viel Druck darauf, weil sie befürchten, durch das Fehlen ihrer Erektion ist die Frau nicht befriedigt worden. Tja, lass das mal schön der Frau ihre Sorge sein. Nur so mal am Rande gesagt, das ist nicht dein Bier, ob eine Frau befriedigt ist oder nicht. Okay, du bist ein Beiwerk dazu, aber du bist nicht der Hauptgrund, meiner Meinung nach. Immer die Kerle machen sich dann unglaublich viel Gedanken, unglaublich viel Sorgen und das ist ein neuer Stress, der sich dann noch oben drauf setzt. Wenn sie das nächste Mal wieder in eine Begegnung mit einer Frau gehen, dann ist schon bevor die Hose überhaupt offen ist, so, oh, hoffentlich steht er jetzt, komm schon mein Junge, mach Papa stolz. Ja, und okay, laden sich also unglaublich auf, haben noch mehr Sorgen für noch, das sorgt für noch mehr Stress und wenn dann am Anfang nicht gleich eine Erektion auch noch da ist, dann platzt der Kessel fast über. Und sie kriegt keine Erektion. Wenn das ein paar Mal hintereinander vorgekommen ist, entsteht wie eine Art Teufelskreislauf. Das ist wie eine Konditionierung darauf. Sobald es intim wird, haben sie Angst, sind sofort im Kopf, Stress, Adrenalin, bums, keine Erektion. Ja? Was das Adrenalin übrigens mit deiner Erektion macht, darauf bin ich in dem Artikel eingegangen. Den Artikel-Link findest du gleich unterhalb des Videos. Für alle, die das Video gerade auf YouTube schauen, da habe ich noch ein paar andere Ursachen mit aufgelistet und wie du damit umgehen kannst. Lass mich also jetzt genau auf den Umgang mit diesem Problem eingehen. Dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen aus einem anderen Bereich des Lebens. Und zwar, es gab eine Studie von Menschen, die Schlafstörungen hatten. Und zwar wirklich massive Schlafstörungen. Die konnten nicht schlafen, weil sie zu unruhig im Kopf waren. Das wusste man schon, sie sind zu unruhig im Kopf, aber man wusste nicht, wie man damit umgehen kann. Da gab es plötzlich eine neue vermeintliche Tablette, wo sie eine Studie dazu einberufen haben. Da kamen also lauter Patienten her, also Klienten her, und um diese neue Tablette zu testen. Und der Arzt, der die Tablette verteilt hat, hat den Probanden gesagt, passen Sie auf, das ist eine ganz neue Tablette, die wirkt richtig gut. Aber damit Sie eins schon mal wissen, die ersten 3 Wochen muss Ihr Körper sich erst an die Tablette gewöhnen. Ja? Und in dieser Zeit werden Sie noch schlechter schlafen. Sie werden noch größere Schlafprobleme haben. Ja? Und erst dann fängt sie an zu wirken. Damit hat er die Tabletten ausgeteilt und den Menschen mitgegeben. Das Interessante war, dass alle Menschen plötzlich aus dieser Studie geschlafen haben wie Babys. Seit dem ersten Tag, seitdem sie die Tablette genommen haben. Und die Tablette war ein einfacher Placebo. Woran lag das? Das lag daran, weil der Arzt ihnen gesagt hat, sie werden nicht schlafen können.
Er hat sie sozusagen, er hat ihnen gesagt, machen Sie sich keine Gedanken darüber, Sie werden nicht schlafen können. Was die meisten Patienten nämlich für ein Problem hatten, ist, sobald sie sich ins Bett gelegt haben, haben sie gedacht, ich werde jetzt nicht einschlafen können. Hoffentlich kann ich einschlafen. Ich muss jetzt einschlafen können. Das dachten die sonst immer und haben sich so wach gehalten. Jetzt mit dieser Tablette haben sie sich ins Bett gelegt und sich gesagt, ich schlafe ja eh nicht. Liegt ja an der Tablette. So what? Ist also egal. Zack, und der Kopf war ausgeschaltet und die konnten schlafen wie Babys. Was hat das Ganze jetzt mit der Erwartungsangst zu tun? Du kannst den Mechanismus darauf anwenden. Ich finde da sehr gut die Methode, dass du eine sexfreie Zeit mit deiner Partnerin vereinbarst. Sexfrei bedeutet, ihr dürft einen Monat lang küssen, beißen, lecken, all den ganzen schmutzigen, versauten Kram miteinander machen, aber du steckst nicht deinen Schwanz in ihre Möse. Pretty simple. Du steckst nicht deinen Schwanz in ihre Möse. Das gibt's nicht. Es gibt quasi keinen Sex, keine Penetration. Aber ansonsten ist alles erlaubt. Mach das mit deiner Freundin aus und ich verspreche dir, also bei den meisten Männern funktioniert das sofort, werden sie überhaupt keine Probleme mehr mit Erektionen bekommen. Weil sie nämlich nicht mehr mit der Erwartung hereingehen, ich muss jetzt einen Ständer kriegen. Sondern hey, ihr habt einen Monat Pause, es ist egal, ob du einen Ständer hast oder nicht. Das ist vollkommen scheißegal, es geht um andere Dinge. Ja, ihr habt Sex auf anderen Ebenen, aber nicht Schwanz in Möse. Und damit hat dein Kopf Ruhe. Oh. Genau. Probiert das einfach mal aus. Es klingt wirklich super einfach, doch es funktioniert, weil du deinen Kopf überlistest. Weil du einfach mal Pause im Kopf hast. Und sobald du ein paar Erfolgserlebnisse gehabt haben wirst, meiner Meinung nach, sobald du feststellst, hey, ich kriege immer wieder eine Erektion und das klappt ja total toll, fängt dein Kopf an wieder zu generalisieren und zwar die Programmierung umzudrehen und er weiß, sobald er intim mit dir wird, wirst du eine Erektion haben. Okay? Und genau da, deswegen dieser Monat freie Zeit. Da wirst du genug Erektionen in der Zwischenzeit haben und danach klappt alles wieder wunderbar. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit der Methode. Wenn du noch mehr über das Thema wissen willst, folge den Link unter dem Video bzw. lese den restlichen Artikel durch. Hinterlasse gerne ein Like, das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir sehr helfen konnte und du in Zukunft keine Probleme mit dem Thema haben wirst. Lass es dir gut gehen. Ciao.